Ach du Scheiße! Ah, und falsche Taste! Junge, kommt der einfach angesprintet? Ich hab mich voll erschrocken. Ein Pisser. Okay, dann müssen wir jetzt in diesen Turm erstmal gehen. Ne? Ah! Junge, vor Schreck, falsche Tasten, Alter, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich wieder wach. Und damit recht herzlich willkommen zu Resident Evil 4. Ja, ich habe Resident Evil 4 auf der PlayStation 2 vor etwa 18 Jahren in etwa gespielt. Vielleicht auch 19, ich weiß es nicht ganz genau. Es war mein erstes Resident Evil, was ich komplett wirklich gesuchtet durchgezockt habe. Das war eigentlich so meine erste Berührung. Ich habe zwar auch mal irgendwann Resident Evil 1, aber das war halt mal eine Stunde oder so, oder vielleicht auch zwei. Aber so richtig komplett von Anfang bis Ende war mein erstes Resident Evil, Resident Evil 4, und ich war damals begeistert. Und ich habe richtig Bock, nach so vielen Jahren hier jetzt mit euch reinzugehen. Ich habe ja Teil 2 und 3 in letzter Zeit schon gespielt. Teil 4 ist für mich, von allem, was ich so weiß, wahrscheinlich für mich mein Lieblingsteil, weil ich ja mittlerweile Resident Evil 7 habe ich zum Beispiel auch auf Platin durchgezockt und eben jetzt Teil 2 und 3 und 4 wahrscheinlich, weil es auch das erste war, wer weiß, aber weil ich auch vom Setting begeistert war. Ja, ich habe richtig Bock. Ich werde mir wieder einscheißen, aber das gehört ja irgendwie auch dazu, wenn man Horror nicht oft spielt, und überhaupt sollte es ja sowieso so ein bisschen in diese Richtung gehen, weil nur dann erfüllt das Spiel seinen Zweck. So, und jetzt gehen wir rein. So, Hauptstory. Ich habe mir mal die Gold Edition gegönnt. Ja, gibt's halt hier so ein paar Boni und ein paar Klamotten. Aber wir lassen alles, wie es ist. Machen neues Spiel auf Standard. Ich war einmal kurz drin, habe geguckt, ob es gut läuft. Läuft bis jetzt eigentlich, ja, ruckelfrei. Bis jetzt zumindest. So, schauen wir hier kurz. September 1998. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich mistiger sein, hä? Der Befehl kam von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ha 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 ha.
Sieht fantastisch aus. Ich glaube, hier ist es. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Der Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der gleicht sich ganz und seit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu, helft ihm. Okay, jetzt geht's wohl los. Oh, ich hab richtig Bock. Das sieht ja echt fantastisch aus. Was man bis jetzt so gesehen hat, war schon erstes an. Ja, Einstellungen sind alle ziemlich hoch. Raytracing habe ich auf Mittel. Aber ich möchte flüssig auch alles haben. Ich weiß nicht, ob es das mitgemacht hätte. Ansonsten, bis auf die Haare, die habe ich, die gefiel mir irgendwie auf der normalen Einstellung irgendwie sogar am besten. Was haben wir denn hier? Irgendein Large? Kann ich hier rein? Ja. Okay. Wie ist das von der Helligkeit? Eigentlich auch gut, ne? Ja, das hatte ich schon rausgefunden. Das ist ja halt Standard. Wie weit ist er denn gegangen? Okay. Schon mal Geräusche, die mir nicht so gefallen. Was haben wir hier? Ich kann meine Waffe noch nicht benutzen. Okay, da habe ich mich ja bei Teil 2 übelst gewundert. Dachte mir, Alter, oder war es die Taschenlampe? Ich weiß schon nicht mehr. Was haben wir denn hier? Hey. F. Oh je, das ist ja das Richtige für mich. Armes Tierchen. Opfergabe oder so. Gehen wir mal weiter. Oje, da mit den Tasten werde ich ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, weil ich habe auch schon geguckt. Ich glaube, ich kann die nicht umlegen. Also ich habe nichts gesehen auf die Schnelle. Also E ist... Okay. Keine Ahnung. Da werde ich mich mit Sicherheit ein paar Mal verdrücken. Haben wir hier irgendwas? Nö. Map geht noch nicht, okay. Ist das vielleicht doch noch ein bisschen zu dunkel? Naja, ich glaube es okay, oder? Ansonsten sofort reinschreiben. Weil ich weiß ja auch nicht ganz genau am Ende... Man sagt ja immer, dass es auf YouTube dann ein bisschen dunkler ist. Andererseits habe ich meinen Monitor auch relativ augenschonend eingestellt. Von daher ist es bei mir vielleicht nicht so. Auf dem Monitor ist es auch schon einen Tacken heller. Ja, minimal. Okay, gehen wir mal rein. Ich kann im Moment noch nichts weiter machen. Liegt hier irgendwie was? Na gut. Achso, und das mit Q will ich nochmal üben. Zack. Zack. Okay. F.
Oh Gott. Wenn ich Panik habe, drücke ich mit Sicherheit die ganze Zeit E. Das ist so meine Taste, Aktionstaste. Stelle ich auch immer so ein, aber irgendwie kann ich es hier leider nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Sieht das geil aus. Jemand zu Hause? Oh. Und Untertitel habe ich natürlich angemacht. Ich habe auch die Namen farblich abgehoben. Ich glaube, das macht es auch noch ein bisschen entspannter, aber auf Mittel, dass man es auch ganz okay lesen kann. Okay, gehen wir mal direkt hier rein, ne? Was haben wir hier? Boah, wie ich das gewohnt bin, immer mit Controller zu machen, sowas. Warum kann man das nicht... Wieso haben sie das nicht gemacht, dass man das... Ah, doch. Jetzt geht's. Da ist ja was. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Oh. Klingt einladend. Kann ich damit noch irgendwas machen ansonsten? Nee. Ja, ich wollte schon sagen, mit der Maus muss das auch gehen. So. Ansonsten ist damit wohl nichts anzufangen. Ey, was mache ich denn? So, was haben wir hier? Sonst ist hier gar nichts? Okay. Sieht nicht so aus. Schublade? Ne, auch nicht. Okay. Hm, wir gehen sofort erstmal hier rein, oder? Aber geht gar nicht. Alter, zeichnet sich doch eine Tür ab. Ist aber gar keine, okay. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Ey, ist schon ziemlich dunkel hier in manchen Ecken. Ah, okay, hier ist auch nichts. Hallo? Jemand zu Hause? Sieht nicht gesund aus. Absolut nicht. Sieht gar nicht gesund aus. Sorry, dass ich so reinplatze. Der kriegt nichts mehr mit. Der ist in seiner eigenen Welt. Oh, oh. Was war das für ein Kick, ey? Oh je. Gleich Genick gebrochen oder was? Okay, jetzt dürfen wir unsere Waffe wahrscheinlich endlich benutzen. Das gefällt mir nicht. Ja, verständlich, ne? Ja. Ja, ist glaube ich okay. Konnte ich ja bis jetzt noch nicht testen. Kann aber gerne noch einen Tacken langsamer sein. Moment, ein, das geht ja ganz schnell, glaube ich. Nee, dies verlangsamen will ich, das soll aus. Ist es auch, das ist gut. Zielhilfe ist auch aus. Wo war denn die Scheiße? Nee, das war hier. Beim Zielen, aber nicht mit Controller. Hier. Die ist schon ziemlich weit unten. Aber... Ja, so ist gut. Okay, was haben wir denn hier Leckeres? Boah, wie das riecht. Das will ich auch gar nicht wissen. Gott sei Dank gibt es noch keinen Geruchszocken. Weg.
Oder willst du mal probieren? Ne? Ne? Wo lade ich eigentlich nach? Reload R wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist noch bis heute nicht intuitiv bei mir so richtig drin, weil ich einfach zu viele Jahre, wie gesagt, Controller gezockt habe. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Polizeimarke, Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano, Polizeibeamter. Ja. Ah, das ist so gewöhnungsbedürftig. Bis heute habe ich da so ein bisschen meine Probleme mit. Okay. Akte erhalten. Okay. Gehen wir mal weiter. Was steht denn da? Kann kein Spanisch. So. Jetzt hat er eigentlich abgeschlossen. Ja. Taschenlampe an. Hier ist auch wieder so ein Ding. Boah, das ist ja nochmal zu Teil 2 Remake und auch 3 nochmal ein Quantensprung, was die Grafik angeht. Klar, es sind auch wieder 3-4 Jahre vergangen oder was, ne? Aber trotzdem. Okay. Hau ab. Mich wundert es, dass wir noch gar nichts gefunden haben. Noch nicht mal ein Kraut oder so. Ah, das wird schon gleich noch kommen. Okay, was passiert jetzt? Hey! Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Ja, das war es jetzt wohl mit dem anderen auch. Ja, scheiße. Was ist hier los? Karte. Jetzt können wir die Karte nutzen. Die Karte. Wenn Sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position sowie Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf vermerkt. Ist auch in der Gold Edition irgendwie eine Zusatzkarte für versteckte Schätze oder so? Keine Ahnung. Okay. Okay, okay. Kann ich das dann hier auch machen? Die, oder muss ich das... Okay, muss ich so machen oder was? Okay. Hier erweiterte Karte, da? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Oh. Ich wollte mir den nochmal angucken. Ja, eigentlich nicht. Deswegen, ich dachte, vielleicht finden wir was bei ihm. Der Arme. Hä, aber wenn ich zurückgehe, macht er immer das. Was soll ich denn sonst machen? Escape? Warte, das will ich kurz testen, weil das nervt mich sonst. Ja, Escape geht, aber hat er auch irgendwie was Komisches gemacht. Okay. Ja, versuchen wir jetzt hier rauszukommen erstmal. Das ist ja unser Ziel. Was war das? Nicht dein Ernst. Alter, ist der schnell! Scheiße. Langsam ist es nicht mehr witzig. Oh, wie schnell war der denn? Heftig.
Wir müssen hier raus. Hier gibt es ja auch keine Munition und nichts. Wir haben nur noch 5 Schuss. Alter, der war aber heftig schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Siehst du, jetzt ist die Tür hier auf. Einmal lieber schleichen. Ich suche Munition. Da. Nein, kein Kraut. Ah, ich kann auch die linke Maustaste einfach drücken. Okay. Weiter. Ja, okay, Messer ist wieder auf Leertaste. Ja, na sicher. Akku leer oder was? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setz mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Alter, das sind zu viele. Ich find's selbst raus. Ah, stimmt, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Auch an das Telefonat, sodass da so... Ja, ja. Aber wenn man das jetzt sieht, das ist ja ein anderes Spiel trotzdem, ne? Alleine wegen der krass besseren Grafik. Naja. Und weil viel Zeit vergangen ist, habe ich eh fast alles vergessen. So, sind wir jetzt hier kurzzeitig sicher? Können wir hier was finden? Aber müsste es nicht wieder die Farben anzeigen, wann etwas komplett fertig ist? Oder ist das hier noch nicht? Oder ist das in dem Spiel gar nicht? Das weiß ich nicht. Okay, gehen wir weiter. Das wird sich schon noch alles aufklären. Warte mal, mit den Rahmen hat es irgendwas auf sich. Glaube ich. Okay, Kiste. Munition. Sehr gut. Oh, diese Geräusche. Oh, wir können speichern. Oh, schön. Ah, die hier noch weg. Ah, ich drück E. Oh Mann. Okay, erstmal speichern. Wichtig. Der Aufbewahrung wurde eine Deluxe-Waffe hinzugefügt.
Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen bzw. sie wieder von dort zu entnehmen. Ah, stimmt, du hast ja hier so einen Koffer. Ah ja. Hä? Es gibt auch verschiedene Koffer, stimmt. Oder was? Warte mal, gerade bin ich ein bisschen verwirrt. Okay, okay. Je nach Koffer, stimmt. Ach Gottchen, das weiß man alles nicht mehr nach so langer Zeit. So, was ist denn jetzt hier drin? Eine speziell für die Bekämpfung von Bioterrorismus modifizierte Waffe. Ihre Genauigkeit und Vielseitigkeit machen sie zu einem verlässlichen Begleiter. Eine Flinte mit abgesägtem Schaft und Lauf. Die kompakte Größe sorgt für exzellente Bedienbarkeit und Handling. Also es ist ja keine endlos Munition und so weiter, ne? Aber weil ich das für mich selber auch jetzt nicht nehmen möchte, weil das fühlt sich falsch an für mich. Aber wenn wir die Möglichkeit später haben, also wenn wir eine Schrotflinte dann bekommen, dann würde ich zum Beispiel mir die Wahl lassen, dass ich dann dafür vielleicht diese hier nehme. Bei der Pistole, ich weiß nicht, ob man dadurch jetzt wirklich so einen riesigen Vorteil hat. Wie drehe ich Objekte? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ist jetzt kein großer Unterschied oder so. Die können wir ruhig nehmen. Ich finde sogar, dass die mehr wackelt als die andere. Ah, kann ich hier auch irgendwas? Moment. Ah, hier geht's gleich weiter. Alles klar. Okay, okay. Natürlich. Zeig dich. Ja, das kannst du gar nicht richtig deuten. Jetzt gerade hört sich's an, als wäre der hier oben. Ist er auch, glaube ich. Weißt du was? Wir gehen mal hier lang. Ist natürlich geil, wenn ich dann nicht sehe. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ach du Scheiße! Ah, und falsche Taste! Junge, kommt da einfach angesprintet. Ich hab mich voll erschrocken. Du Pisser.
Ich wusste, dass ich mich verdrücke, wenn es drauf ankommt. Oh Gott, das... Ich glaube, die lässt sich echt schlechter spielen als die andere. Was ist mit dem jetzt? Ich sehe ja fast nichts. Komm jetzt her. Das finde ich auch geil, dass man hier was bekommt fürs Töten. Das ist so viel besser und befriedigender. Da hast du auch mehr Bock, alles wegzumachen. Ach, die Kiste nicht vergessen. Ich meine das ernst, die lässt sich irgendwie komisch spielen. Die andere hat, glaube ich, nicht so gewackelt, oder? Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Wir testen das dann nochmal, wenn wir am nächsten Speicherpunkt sind. Wenn ich dahin komme. Und es ist eine Affenhitze zusätzlich. Das ist gar nicht geil. Was? So, als hätte was geblinkt. Oh. Alter! Verdammte Scheiße. Verflucht. Die hab ich nicht gesehen. Sorry, Leon. Dafür habe ich mich erschrocken. Da ist einer. Ich sehe dich. Also etwas. Alter, sehen die. Die sehen aber auch ganz schön gruselig aus. Komm, messern. Ah, der ist schon tot? Glaube ich nicht. Junge, die Grafik ist der Hammer. Okay. Okay. Nein, nein. Nachladen. Okay, haben wir alles. Kann ich das... Okay, ist das hier nicht so, dass, wenn man alles hat, dass es blau wird? Nee? Ja, anscheinend nicht. Okay. Wir müssen das mal mischen, oder? Objekte herstellen. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sie ihr Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Okay. Waffenschnellzugriff. Unter Objekte können sie eine Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können bis zu 8 Waffen zugewiesen werden. Je 2 in den 4 Richtungen. Okay. Ja, das finde ich... Das geht halt mit dem Steuerkreuz super geil. Okay, mach das jetzt mal weg. Wir wollen herstellen. Das hier, ne? Okay. Noch müssen wir es nicht nehmen, aber wahrscheinlich gleich. Ja, weiter. Was ist da runtergefallen? Ein Kopf! Alter, da fällt ein Kopf runter. Und ich sehe gerade, sorry, weil ich eben nicht vorher schon viel spielen wollte, habe ich das, leider jetzt erst gesehen. Auf dieser Seite ist es ja definitiv besser. Okay. Sorry dafür. Aber besser, dass ich es jetzt noch merke. Was, da ist ein Fernglas? Okay. Geh mal in die Hocke. Oh oh. Der Arme. Ach du Scheiße.
Boah, daran kann ich mich auch noch erinnern. Die Freaks. Oh je. Hier oben ist eine Kiste. Komme ich da dran? Jo, aber einsammeln wahrscheinlich nicht, ne? Haben die mich schon bemerkt? Ey, ich will jetzt nicht schießen. Ach, Oma! Will er ihn jetzt löschen oder was hat er vor mit dem Eimer? Schreck mich nicht so. Ich laufe nur hier lang, weil ich das einsammeln will. Und hier bleibe ich jetzt. Hier gehe ich nicht mehr weg. Halt mal dein Maul. Aber die haben uns noch nicht bemerkt. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, ja, sage ich auch immer. Kann man irgendwie hier drüber springen? Hier? Jo. Mach. Jetzt kommt die Ehe rein, oder? Oma? Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Komm, wir gehen wieder. Wir gehen nach Hause. Schluss. Kein Bock. Hier, mach auf hier und weg. Naja, war ja klar, ne? Geh mal wieder hinter die Hocke, bitte. Oh, das. Rotes Kraut. Eigentlich bräuchten wir jetzt ein gelbes, glaube ich, ne? Dann hätten wir eine Kombination vollständig. Oh, Mann. Oh, muss ich jetzt unbedingt... Ich will wieder in die Hocke. Ich kann mich an diese Stelle noch ein bisschen erinnern. Ey, was ist das denn? Ich glaube, hier... Hier geht's doch eigentlich voll ab, aber... Ich glaube, da gab's einen Timer oder du kannst hier die nicht alle wegmachen. Irgendwas war da doch. Ah! Nö. Dann mal los. Nö. Ja, was laberst du? Was? Oh, hier ist die Kiste. Den Angriff überleben. Ah, ich hau ab. Hier. Wir laufen jetzt einfach. Ausdauerleiste gibt's nicht. Nö. Ja, ich kämpfe nicht gegen euch. Wie soll das funktionieren? Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit im Kreis. Oder auch nicht? Ach du Scheiße. Die sind schlau, die Arschgeigen. Alter, der schmeißt mit seiner Axt. Hau ab. Ja, Oma ist schnell auf einmal. Ja, sicher. Das ganze Dorf ist hinter mir her. Und hier ist Sackgasse oder was? Dann habe ich jetzt ein Problem. Nein? Okay, okay. Nein, das war... Ich muss F drücken. Ich weiß es doch nicht, Mann. Okay, F. Ja, klar. Ah, leck mich doch am Arsch. Nein, ich will die jetzt nicht kicken. Ich will weg. Ich hab die...
Headstep geschossen? Kann das sein? Ja! Alter! Oh oh. Boah, da kommen böse Erinnerungen hoch, ganz ehrlich. Da kommen richtig böse Erinnerungen hoch. Nein, wenn ich weiterlaufe, bin ich in der Sackgasse. Oh, mit ihren Mistgabeln. Ach, klar. Mach das Ding auf. Alter, man kann parieren, das wusste ich nicht. Ich bin tot. Oh Mann. Wie parieren? Warum erklärt das Spiel mir das nicht eher, wie das geht? Ich weiß immer noch nicht, wie es geht, ehrlich gesagt. Wie kann ich denn parieren? Hallo? Oh nein, alles nochmal. Ah komm, dann machen wir es jetzt anders. Ach du Scheiße. Aber wie pariere ich denn bitte? Ich weiß es nicht. Mit der linken Maustaste? Statt was? Wie mache ich es denn sonst? Ja, aber wenn ich dann außersehen immer schieße? Aber ich kann ja so nicht schießen. Ich stelle das, glaube ich, ein. Das ist für mich intuitiver, glaube ich, mit der linken Maustaste zu blocken. Wo war die Scheiße? Hier. Keine Ahnung. Der ist doch viel geiler. Man braucht... Ah, ich muss eigentlich sonst die Leertaste noch drücken, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade echt überfragt. Keine Ahnung. Ja, jetzt machen wir hier keine Gefangenen mehr. Dann mal los. Ja, große Fresse, ne? Und dann kommen sie halt sofort alle angelaufen. Wie willst denn du das schaffen? Du kannst sie eh nicht alle wegmachen. Aber vielleicht so ein paar wenigstens. Alter, die sind aber auch schlimm. Ja, ich weiß doch. Nein, wir nehmen jetzt das hier. Alter, warum soll ich das Inventar öffnen, Spiel? Ach, Kacke. Das war nicht der Plan. Arschgeigen. Mit dem F, ich muss mich halt dran gewöhnen. Bin halt da nicht so... nicht mit bewandert, sag ich mal. Alter, wie kann er denn von da hinten kommen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, die kommen ja von überall. Nein, lauf. Scheiße. Oh nein, das ist die Sackgasse, ne? Oder? Oder? Nee, Schwein gehabt. Ich lass das nochmal, oder? Nee. Mach das weg. Alter!
Und dann noch F so schnell drücken. Lass mich doch Maustasten wenigstens drücken. Ich lauf hier. Nein, ich hab nicht nachgeladen. Ach, komm schon. Da, wann, haben... Alter, was ist hier los? Wo ist der Kettensägenmann? Alter, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Scheiße. Haut alle ab. Weg mit dir. Reiser. Kettensägen, Mann. Diese Kicks, Alter. Oh, er ist, glaube ich, hinter mir. Er ist hinter mir. Lauf, Junge. Wollt ihr mich verarschen? Er ist hinter mir. Alter. Wir laufen jetzt so lange, bis ihm der Sprit ausgeht. Alter, habe ich dich nicht eben schon mal erledigt, Alter? Ja, das ist halt unendliche Spawnerei, ne? Aber jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft, ne? Alter. Boah. La campana. Él nos invoca. Tenemos que servir. Wollen die hin? Zum Bingo? Resident Evil 4. Ja. Geil, geil. Was nicht so geil ist, es ist bei Resident Evil 2, 3 und jetzt auch der Fall gewesen, wenn das Raytracing an ist, kannst du einen Absturz bekommen. Hatte ich genau an der Szene, und das ist dann auch immer so gewesen, bevor eine Videosequenz kommt. Jetzt muss ich das nochmal spielen. Moment. Ich dachte, die gaben Eier. Egal, auf jeden Fall muss ich das nochmal spielen. Jetzt habe ich ein bisschen... Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ja, klar war das jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber ich bin gerade kurz auch ein bisschen sauer. Was? V? Okay. Ah, okay, jetzt zeigt es mir hier etwas an. Ja, auf jeden Fall komme ich jetzt ein bisschen besser mit F klar, weil ich das ja jetzt nochmal machen musste. Ja, und was wir jetzt trotz allem jetzt noch machen, natürlich. Ich habe auch jetzt, glaube ich, ein paar mehr abgeknallt, aber das, ja. Ja, klar tun die Hühner mir leid, aber hier geht's ums Überleben, sorry. Ah,
Ja, das weiß ich doch noch mit den Eiern. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall machen... Guck mal, hier ist noch ein Ei. Dass wir jetzt hier noch schön alles looten gemeinsam. So, von hier sind wir ja gekommen. Alles gut. So, jetzt laufen wir eben erst nochmal hier rechts hoch. Ja, das ist ein bisschen schwach. Das habe ich ja schon damals kritisiert, dass so ein Fehler immer noch da ist. Ist schon irgendwie... Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt, das habe ich jetzt nicht gemacht, nochmal nachschauen. Aber eigentlich, nee, brauche ich nicht. Ich habe alle aktuellen Dings sowieso drauf. Aber manchmal gibt es ja für Spiele extra Treiber. Kann ich nochmal bei Nvidia nachschauen. Aber ich muss Raytracing auch nicht unbedingt haben. Aber wenn es das gibt, und meine Karte würde das auch schaffen, dann will man es ja vielleicht doch mal nutzen. Aber... Ja, okay. Sammeln wir hier auf. Oh, jetzt kann ich mit der linken Maustaste einfach das Messer benutzen. Ist doch viel geiler. Ist doch viel geiler. Wie soll ich denn sonst blocken? Ich weiß nicht, wie man sonst blockt. Muss ich wahrscheinlich das Messer auswählen? Aber guck mal, dann macht er ja so einen Stich hier. Das Blocken ist ja sowas. Ja, weiß ich nicht. Kann mir das mal einer reinschreiben, wie man das sonst machen würde? Ich hab's nicht gesehen. Okay, sammeln wir alles auf. Hier war auch noch was, da bin ich nur nicht zugekommen. Ja, und hier habe ich die Kuh abgefackelt. Ja, tut mir auch leid, aber... Ah, ist so ein Stück rausgelaufen. Da waren die alle hinter mir her und ich dachte mir, ja, vielleicht kriegt man ja so welche weg. So, jetzt können wir ja auch mal in so eine Bude hier reingehen. Rohstoffe? Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber hier wird auf der Map alles auch angezeigt, aber die Räume werden halt nur nicht blau. Okay, dann ist es ja aber auch nicht ganz so schlimm. Handgranate, okay. Ah, nee, wenn du mit einer gewissen Geschwindigkeit einfach darauf zuläufst, dann macht er das einfach, seinen Move. Oh, hier ist ja noch was. Wie ist denn das mit Schießpulver und Schießpulver oder was oder wie? Fünfmal Schießpulver plus... Einmal, okay. Das machen wir jetzt mal nicht. Weil im Moment sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Geh raus. Hier können wir noch was einsammeln. Was haben wir hier? Okay. Ja, Hühnchen, es tut mir leid, aber... geben aber auch nicht oft Eier, ne? So. Was ist das hier? Kunstvolle Halskette. Schätze kombinieren. Ah, okay. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelsteinen besetzen. Okay, das kommt mir auch noch bekannt vor. Und was hat es hiermit auf sich? Das weiß ich nicht mehr. Oh, Kraut. So. Hier kamen wir nicht rein, da waren wir schon. Auf diesen Turm gehen wir gleich auch noch. Moment, Moment, Moment. Hier ist ja auch noch so eine Hütte. Hier weiter? So. Nee, wir sind hier noch nicht fertig. Man kann einfach in die Tür reinlaufen, ist mir auch eben erst aufgefallen. Oh, was haben wir hier? Ah.
Schon das erste Teil, um das reinzusetzen? Kann das sein? So, wo muss ich jetzt hin? Hier. Ist das egal? Weißt du was, wir lassen das erstmal noch. Da fehlen ja eh einige. Aber da sind, ist Platz für zwei, aber es gibt drei verschiedene runde Edelsteine, keine Ahnung. Und ich möchte mit euch jetzt hier einfach auch nur noch schön das alles looten und ich glaube, das war es auch schon so langsam. Hier ist noch was. Hier. Nee. Hey, man kann auch andere Sachen zerschlagen. Bleibst du mal hier? Ey, ich höre doch noch einen. Bingo schon zu Ende oder was? So, haben wir schon alles? Nee, in das Gebäude hier müssen wir noch rein. Das habe ich sogar gesehen, dass wir hier noch rein müssen. Geht aber nicht auf. Okay. Fenster? Ah, okay. Muss ich später hier rein, okay. Wie es aussieht. Okay, waren wir hier jetzt drin? Nee. Oder Schlüssel. Komme ich jetzt nicht hin. Da ist dieser Gullideckel, sag ich mal. Okay, dann müssen wir jetzt in diesen Turm erstmal gehen, ne? Ah! Junge, vor Schrecken, falsche Tasten, alle... Alter, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich wieder wach. Pisser. Habe ich dich wahrscheinlich gehört. Alter, habe ich mich erschrocken. Du auch, ne, Leon? Junge, ey, ist das fies. Das ist fies. Halben Herzinfarkt bekommen, ey. Ich hab damit gar nicht... Ich dachte, hier passiert nichts halt, ne? Und dann erschrickst du dich halt noch mehr. Ach, der Arme. Diese Leute sind krank. Ja. Das kann man wohl sagen. Fick die Henne, ey. Hat er mich jetzt... Hätte ich gemacht. Alter, hier sind Geräusche. Ist hier noch irgendwo einer im Schrank oder was? Jetzt habe ich aber die Schnauze voll mit euch. Kommt raus. Hier, kommt raus. Schwamm. So, hier waren wir schon. Jetzt geht's nur noch da hinten rein. Beziehungsweise rauf. Wollte ich fragen. Ach ja, das war ja diese verschlossene. Ich weiß nicht, gibt es hier auch sowas wie Dietriche oder was? Ich weiß das nicht mehr. Es ist viel zu lange her. Ja, aber wo kann ich denn jetzt mal speichern? Hm? War ich hier drin? Nee, aber das zeigt's mir nicht an, ne? Nee. Okay. Aber warum wird das nicht hier auch blau? Das fände ich echt nicht schlecht. Jetzt hätte ich's doch gerne. Ich dachte, wir sehen das alles auf der Map, aber ja auch nicht wirklich, ne? Aber ich glaube, so mehr oder weniger müssen wir alles haben.
Und anscheinend kommen wir ja auch nochmal zurück. Also von daher gehen wir jetzt weiter. Los, raus hier. Ja, mach doch. Da ist sie. Ja. Ist hier Speicherraum? Ja. Schnell, bevor das Spiel nochmal nervt und abstürzt. Okay. Kann man sowas hier auch kaputt machen? Nee. So. Aber eine Kiste ist hier, glaube ich, nicht. Oder kann ich hier trotzdem... Na doch. Testen wir, glaube ich, wenn ich daran denke, in der nächsten Folge noch einmal diese Pistole gegen die... Ich kann die ja mal rausnehmen. So. Dann speichern wir hier. Cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier bei der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren und zu teilen. Oder zumindest eins davon. Aber falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das echt gerne. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und ciao, ciao.